Kennt ihr den fränkischen Bratwurstgipfel? Der findet jährlich in Pegnitz statt. Das ist ein kleiner, hübscher Ort mit dem sogenannten Wiesweierpark. Was ganz idyllisch ist, eine große Wiese praktisch, mit Bäumen eingerahmt, wirklich tolle Location. Und da findet praktisch der Bratwurstgipfel statt. Was ist denn jetzt das? Also der Bratwurstgipfel ist immer an einem Sonntag, einmal im Jahr. Während Corona war er jetzt 2 Jahre nicht, aber dieses Jahr war er jetzt wieder live vor Ort. Wir hatten 3 Jahre Pause. Ich weiß gar nicht, wie wir es 3 Jahre lang ausgehalten haben mit einer einfachen fränkischen und einer groben. Und wir hatten perfektes Wetter. Wir als Metzgerei Freiberger haben mit 8 anderen Metzgereien daran teilgenommen. Also, ich bin von der Metzgerei Freiberger, ich bin der Dirk Freiberger. Vielen Dank an mein geiles Team, das hinten schon fleißig grillt. Ohne euch wäre es heute gar nicht möglich gewesen. Ja. Er ist, was der Tom Cruise in Cannes ist, ist er praktisch hier scheinbar. Also hier scheinen besondere Vibes zu herrschen. Und haben mit 2 Bratwürsten an den jeweiligen Wettbewerben teilgenommen. Da hat man zum einen den klassische fränkische Bratwurstwettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, wo man praktisch mit einer für die Region üblichen fränkischen Bratwurst daran teilnimmt. Das kann jetzt, wenn ihr jetzt bei mir einkauft, wisst ihr, okay, eine fränkische Bratwurst ist so eine mittelgrobe oder grobe im Wendel. Ja, wenn ihr jetzt aber zum Beispiel aus Coburg kommt, dann sind es so halb-halb gemischte oder ganz feine Bratwürste. Alles, was aus Franken kommt und als Bratwurst gilt, darf daran teilnehmen. Thüringer jetzt natürlich nicht. Also, fränkische Bratwürste in der klassischen Kategorie. Wir vertreten, glaube ich, heute als einzige Mittelfranken. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, okay. Also, Nürnberg. Wir haben heute, ich habe mich nicht entscheiden können zwischen unserer feinen und groben, deswegen habe ich einfach eine mittelgrobe als klassische gemacht, aber schön würzig abgeschmeckt. Dann gibt es noch die Kreativkategorie. Da haben wir dieses Jahr praktisch mit der Cheesy Gonzales dran teilgenommen. Das ist eine mit Cheddar, Jalapeno und etwas Pepperdew-Früchten verfeinerte fränkische Bratwurst. Und unsere Kreativbratwurst ist der Cheddar Jalapeno, schön cremiger Cheddar mit so einer fruchtig, scharfen Note im Abgang vor allem. Es gab aber auch so ganz abgefahrene, krasse Kreationen, wie zum Beispiel Karibik, also das war die Metzgerei Albert. Du bist ja heute wieder mit deiner Metzgerei dabei. Ich glaube, du hast noch keinen Bratwurstgipfel versäumt, kann es sein? Doch, doch, wir sind 2019 das erste Mal dabei gewesen. Echt? Genau. War das dann mit mir das erste Mal zusammen? Wahrscheinlich, ja. Ja, ich glaube auch, dann waren wir das erste Mal zu zweit dann dort. Genau. Oder? War ich 2018? Ich weiß es gar nicht mehr. Mit deiner Wildi Berico, oder? Ja, genau. Ja, okay, alles klar. Und warum bist du heute dabei wieder? Ja, ist Ehrensache für uns. 2019 durften wir den Kreativpokal gewinnen und ja. Dementsprechend haben wir gesagt, da machen wir mit und unterstützen das Ganze. Okay, was ist heute deine Kreativbratwurst? Der Karibikgriller. Was ist da drin? Das ist eine leichte Sommerbratwurst. Willst du mir gar nicht verraten, was drin ist, oder? Doch, doch. Ein bisschen tropische Früchte. Ja? Rum, ja, genau. Ja? Und der Cheddar-Käse. Cheddar-Käse, okay, da sind wir ja gute Nachbarn, weil ich habe ja auch einen irischen Cheddar heute mit drin. Perfekt. Ja, genau, bei mir ein wenig schärfer, mit Cheddar Jalapeno. Und was ist, ich sag jetzt einmal, wie viel Brüble wirst du heute verkaufen oder was hast du dir vorgestellt, was denkst du, heute geht was, oder? Ja, insgesamt schon, so 1000 Portionen, oder? Ja, denke ich auch, das wäre ganz gut, ja, heute. Also ich denke auch, das Wetter ist ja eigentlich perfekt, ne? Jetzt ist noch nicht so heiß, mittags geht es dann los und dann genau. Nachmittags soll es ja ein bisschen sonniger werden, aber schauen wir mal, oder? Wird gut, wird gut. Ja, wird gut. Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, ja. Dass das heute für uns alle erfolgreich wird und ja, dass wir hauptsächlich unsere Bäckler alle verkaufen. Ne? Auf jeden Fall. Den Rest haben wir ja eh nicht in der Hand, ne? Das müssen ja die da oben dann entscheiden. Ganz, ne? Genau. Alles klar. Also viel Erfolg, Hannes, ne? Dir auch viel Erfolg. Okay. Oder vom Stefan Deininger, der hat eine Hawaii-Bratwurst gemacht. Servus Stefan, du bist heute wieder da und vertrittst natürlich deine eigene Metzgerei. Deininger, ja? Du warst, wann warst du Bratwurstkönig? 2018. Was hast du da für eine Kreativbratwurst gemacht damals? Damals hatten wir die Gyros-Bratwurst als Kreative dabei. Okay, und die klassische ist immer die gleiche bei dir, oder? Die bleibt gleich, Kerwa-Bratwurst im Bendeldarm. Was ist da besonders an der Kerwa-Bratwurst? Richtig grob, richtig lecker, Majoran und gut Pfeffer. Mit was bist du heute wieder dabei? Dieses Jahr haben wir wieder die Kerwa-Bratwurst eben, ja? Als klassische und als kreative die Hawaii-Bratwurst. Was ist da drinnen? Da ist drinnen Bananenchips, Ananas, Käse, Koriander, okay. Zitronengras. Abgefahren. Ja, und die werde ich auf jeden Fall noch probieren nachher. Hoffentlich. Ja, das wird gut. Also du bist natürlich
da, weil du gewinnen willst? Oder warum bist du sonst, warum kommst du auf den Bratwurstgipfel? Prinzipiell bin ich immer dabei, weil ich ein Verfechter von der Bratwurst bin. Dann ist das eine super Veranstaltung, die Metzger zu präsentieren am Bratwurstgipfel. Und gewinnen, muss ich sagen, muss ich nicht unbedingt. Ich will einfach nur dabei sein und der Leute oder dem Volk unser Bratwurst kreieren. Und wir Metzger müssen ja zusammenhalten und dass wir uns gut präsentieren haben. Ja, also, darum geht's. Wie schon gesagt, Stefan, du warst mir schon immer sympathisch. Also das finde ich total geil und ich wünsche dir heute viel Erfolg auf jeden Fall. Und ja, dass wir auf jeden Fall unsere Weckler alle verkaufen, ne? So ist es. Ja, genau. Und die Bratwurst. Ja, die Bratwurst, die können ja rein. Also Weckler werden wir jetzt nicht ohne Bratwurst verkaufen, schätze ich mal heute. Eher Bratwurst ohne Weckler. So schaut's aus. Ne? Alles klar, Stefan. Also, viel Spaß wünsche ich dir heute. Und dir auch viel Erfolg, gell? Ja, danke dir. Es gibt aber auch etwas, sag ich jetzt einmal, ja, nicht so exotische Sachen, wie zum Beispiel von der Metzgerei Strobel war eine Wildbratwurst dabei. Die fand ich im Übrigen auch ziemlich gut. Also Rüdiger, du bist ja heute auch wieder, hast du eine eigene Metzgerei, weil ich jetzt da gerade nur Catering-Events, Party-Service sehe und Eventhalle? Ah, also du bist ja krass aufgestellt. Ja, doch. Ja. So krass wie ich sozusagen? Nein, nicht ganz so krass, nicht ganz so krass wie ich. Nicht ganz so krass. Nicht ganz so krass, ja. Warum bist du heute beim Bratwurstgipfel? Ist das erstes Mal heute? Nein, oder? Das, ich glaube 6. oder 7. Mal. Also du hast schon fast jeden mitgemacht sozusagen. Beim ersten dabei, zweiten auch noch, dann glaube ich auch mal Pause, wie noch gelost worden ist. Ja. Gab mir die Zeit noch, dass noch gelost worden. Ja, ja. Ja, nee, aber 6. oder 7. Mal sind wir dabei. Ja. Okay. Ja. Und warum bist du dabei heute wieder? Ach ja, es ist grundsätzlich immer eine schöne Veranstaltung. Also grundsätzlich sollte man der Veranstaltung nach der Pandemie ja wieder eine Chance geben, sozusagen, dass es sich wieder etabliert. Außerdem, na klar, ist es schön, die Kollegen zu treffen, Nachbarstände, euch alle mal zu treffen. Ja. Geschäft ist es auch in gewisser Weise und Werbung ist es halt. Wenn wir alles verkaufen. Wenn wir alles verkaufen. Ja, das, aber der Effekt ist ja die Werbung. Ich meine, du hast ja große Werbungsreichweite letztendlich über die sozialen Medien und alles. Also, das passt schon. Wenn das passt schon, sagst du, ja. Lohnt sich schon mal eine Stunde rauf zu fahren. Ja, also ich freue mich heute auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es heute wirklich ein richtig geiler Event wird. Das wünsche ich euch natürlich auch. Nee, ja, klar, dass wir alle Weckler verkaufen und dass der Beste natürlich auch gewinnt. Ne? Das, ja, ich mein, das ist halt immer das Gewinner so. Ist für mich mittlerweile dermaßen im Hintergrund. Ich mag es einfach, weil es Spaß macht und so. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Das ist schon mal geil. Das haben wir gute Truppen dabei und ich sage, also, passt eigentlich. Ja, das ist eigentlich auch das Wichtigste, wenn man eine, geile, wenn man eine geile Truppe hinten dran hat, weil das ist das, worauf es ankommt. Und Wetter passt halt auch. Ich meine, das ist, glaube ich, gut. Ich glaube, das Wetter könnte nicht besser sein. Nee, also, es ist nicht zu warm, das ist wichtig. Jetzt ist noch nicht zu warm und heute Nachmittag soll es schön werden. Wir hatten mal einen Gipfel, da war es der erste Hase sündig. Da war noch mit doch gar nichts los, hatten wir auch schon mal. Da war ich auch da. Genau, das war mein erster Gipfel. Die Katze fängt mit bei uns so schön, sagt er um. Ja. Aber heute, denke ich, passt die Häuser. Heute wird es richtig gut, vor allem wenn es so leicht bewölkt ist, auch wenn es warm ist. Das passt genau. Das passt perfekt. Ja. Das ist super. Also Rüdiger. Also Dirk, viel Spaß. Nein, ja. Viel Spaß, Michelle. Ja, danke dir. Ja, servus. Ja, gut, ciao. Ah. Die Börder schon mal vergessen. Da hast du recht. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ja, aber wir haben die klassische Hofer Feine dabei, die es halt bei uns immer gibt. Ja. Also schauen wir uns, Hof bei heute, ja. Kulmbacher selbst. Habt ihr die verarbeitet, die jetzt eigentlich, was mich jetzt interessiert, bestimmt gebrüht, oder? Nee, Fisch dabei. Okay. Fisch dabei. Gebrüht. Geht ist nicht. Ist ein Börder. In Franken geht's nicht, ne? Bei uns nicht, nee. Und als Sonderbörder, mein Sohn ist Jäger. Ja. Erfolg, also ziemlich passionierter Jäger. Und da haben wir ein Wildbratwurst dabei mit Bärlauch und Camembert drin. Wild aus Rädern, oder? Weil aus Reden ist so ist jetzt, ne? Ja, Wildbock, Maibock hat ja angefangen, ne? Genau, da hat er endlich geschossen letzte Woche. Ja. Und dann haben wir die gleich verwurschtelt sozusagen und haben dann Wildbratwurst dabei. Jawohl. Also dann, genau. Viel Spaß mit dir. Was habt ihr euch dabei? Wir haben heute unsere klassische Fränkische, die habe ich ein wenig gröber gemacht. Also zwischen unserer groben und unserer normalen. Mhm. Gut würzt halt einfach. Mhm. Und als Kreativ haben wir unsere Cheddar Jalapeno dabei. Also ja, okay. Cheesy Gonzales heißt die. Mhm, ja. Genau, die haben wir dabei. Ja, genau. Also wir probieren schon auch alles durch heute. Servus. Auch die Metzgerei Alles hat eine Bacon Cheese Bratwurst gemacht. Die fand ich auch nicht übel. Also es war die Konkurrenz wirklich gegeben und es war wirklich so, dass ich sagen muss, ja, also Hut ab. Waren ordentliche Dinger dabei? Es kommt alles jetzt wieder. Es kommt alles jetzt wieder. Jeder Metzger hat eine klassische dabei und eine kreative. Neben der Kategorie klassische Bratwurst und Kreativbratwurst gibt es noch den Publikumspreis. Das geht jetzt praktisch danach. Alle Besucher, die auf dem Bratwurstgipfel sind, bekommen beim Kauf eines Brötchens eine Abstimmungskarte. Und auf der Abstimmungskarte sind praktisch alle teilnehmenden Metzgereien. Und die wird dann praktisch am Stand des, jetzt muss ich echt überlegen und ganz vorsichtig sein, Verein zur Erhalt der fränkischen Bratwurstkultur e.V.
Also, das ist der Verein, der praktisch diesen Bratwurstgipfel jedes Jahr veranstaltet. Und der hat so einen kleinen Stand. Und da muss man praktisch dann seine Abstimmungskarte einwerfen. Und der die meisten Stimmen hat, der Metzger, der gewinnt praktisch dann den Publikumspreis. Am Ende gibt es dann sozusagen noch den Hauptgewinn. Ja? Das ist der fränkische Bratwurstkönig. Das ist praktisch derjenige, der aus den drei Kategorien die meisten Punkte mitbringt. Was uns jetzt passiert ist, ist wirklich unglaublich. Aber fangen wir erstmal an. Samstagnachmittag nach dem Grillkurs habe ich mir einfach den Erdschan geschnappt. Der ist hier so rumgegeistert, der arbeitet ja sonst auch nichts. Und habe ihn einfach ins Auto geschmissen und ihn mit nach Pegnitz genommen. Also okay. Ja, ich muss noch abspeichern. Da haben wir dann erstmal den Stand vorbereitend aufgebaut. Weil am Samstag um 9.30 Uhr, 9.45 Uhr muss schon das Feld vorbereitet sein. Das heißt, es dürfen keine Fremdfahrzeuge mehr da sein oder irgendwelche Anhänger. Die müssen alle schon geparkt sein. Denn ab 10 Uhr ist dann Einlass in Pegnitz. Die ersten Gäste kommen und ab 11 Uhr ist dann offizielle Eröffnung. Der Verkauf ist schon ein bisschen früher losgegangen. Das hat uns am Anfang ein bisschen, ich sag jetzt einmal, ja, durcheinander gebracht. Aber nichtsdestotrotz, am Sonntag früh sind wir mit der ganzen Mannschaft um 9 Uhr, 9:15 Uhr vor Ort gewesen, haben noch alles reingebracht, hingestellt, angeschlossen, vorbereitet. Und dann ist es auch schon um 9:15 Uhr mit dem Kamin anzünden für unsere Kohlegrills losgegangen. Und ab 9:30 Uhr hatten wir dann auch schon die ersten Kohlen im Feuer, damit es dann um 10 ungefähr die ersten Bratwürste vom Grill gab. Irgendwas ihr wollen, ihr fragt die, wollt ihr Senf oder Ketchup drauf, wenn ja oder nein? Weil der eine, der macht dann da einen drauf, weißt du schon, und dann ist da... Ja. Mein ganzes Team hat exzellente Arbeit geleistet, auch mein Team zu Hause, aber dazu dann später mehr. Bevor es dann richtig losgegangen ist und ich unterstützen musste bei meiner Mannschaft, bin ich einfach mal so ein bisschen zu den anderen Metzgereien, habe auch gleich mal ein bisschen was rumprobiert, ausprobiert und einfach mal geschaut, was machen die anderen Metzgereien so. Ganz ehrlich, dreh nicht aus, Alter. Wir müssen der Michael Breinfeld hat vorhin gesagt, er schickt junge, hübsche Mädels rum, die Börders einsammeln. Das hat sich jetzt aber irgendwie ein bisschen geändert. Ganz ehrlich, aber das ist ja jetzt auch nur die Proberunde. Ja, ja, ist schon klar, alles klar. Na, die passen schon. Die sind für Kollegen, das passt schon. Nee, echt ohne Scheiß. Also Kollegen verlangen nicht mehr. So kollegial ist heute immer schon noch Sau. Nichts bezahlt. Sie sind safe. Hier wird's schon enger. Also ich habe jetzt alle durchprobiert. Bei den ersten drei habe ich jetzt meine Favorites. Kreativbratwurst hat die Wildbratwurst gewonnen. Ganz ehrlich. Da war mir die Hawaii einfach zu exotisch. Aber vom Deininger, vom Stefan, da ist die klassische schon ziemlich gut. Die ist schon ziemlich nah an unseren dran. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die Konkurrenz ist stark. Deininger bei der klassischen und bei der, mit der Wildbratwurst vom Strobel, vom Rüdiger, da glaube ich, die sind auf jeden Fall mit vorne dabei. Das ist jetzt meine Einschätzung von dem Ganzen. Und dabei habe ich ein paar alte Bekannte getroffen, neue Freundschaften geschlossen und meinen Fanclub getroffen. Wirklich unglaublich, wen man da alles in Pegnitz trifft, wenn man da einfach so über den Platz schlendert. An jeder Ecke trifft man jemanden, den man kennt, vor allem auch ganz unverhofft. Ja. Ah, leck mich am Arsch, du, Alter. Da scheppert's aber dann, ne? Logisch. Ja? Immer. Dann ist gut. Ich bin schon gespannt auf das nächste Seminar. Ja? Ja, was machst denn du hier? Ja, unterstützen. Ach so? Na ja, selbstverständlich. Ach, deswegen bist du da? Ja, selbstverständlich. Ja, geil. Servus. Axel. Hi, Axel. Der Dirk. Ich gebe die Stumpen eigentlich auch ohne Schachtel? Ja. Nein, die Stumpen gibt es auch ohne Schachtel? Ja, klar. Das ist gut, weil das habe ich nämlich fünfmal gefragt, weil ich immer zu Weihnachten eine Schachtel Stumpen kriege. Ja. Das ist geil. Ich kann mir irgendeine andere vorstellen. Die Stumpen sind die absolute Delikatesse. Danke dir. Und dazu in dieser Holzschachtel. Die Stumpen sind wirklich so. Geil. Das musst du immer im Schrank haben, weil du sagst, wenn es mal ganz harte Zeiten kommen, wenn die Freunde nicht zum Teufel jagen, ein Stumpen und die Welt ist besser. Ist ja, wirklich. Das ist geil. Die Stumpen sind kolossal. Das ist geil. Das ist super. Aber deswegen aus der Nürnberger Gegend. Nein, also du musst halt so sehen, das sind halt auch die Metzger, sind halt oft am Land halt auch
engagierter. Ich meine, den einzigen, den ich mir hier noch vorstellen könnte aus Nürnberg, das ist der Meier, also der Georg. Ja. Den könnte ich mir hier noch gut vorstellen, weil das ist auch noch ein richtig engagierter, cooler Typ. Der geht auch auf solche Veranstaltungen. Ne? Aber ich meine, schau mich jetzt an. Ich bin gestern um 3 aufgestanden, habe mittags einen Grillkurs gemacht. Nachmittags um 4 bin ich hergefahren und abends um 8 bin ich heimgekommen. Aber deswegen sind heute nachmittags um 2 alle Bratwürste schon weg und nächste Woche wär geil. Musst du 2 neue wär Leute geil. Einstellen, weil alle dir in den Laden rennen, weil alle die Flyer wär geil. Erzähl aber mir doch nichts, du musst doch arbeiten, sehr Alter. Geil, dass du hier dabei bist. Halt. Ja, ich gebe mein geil. Bestes, also ich habe ja geile Mannschaft, also von daher. Ja, ja, und eine gute Wurst, ne? Ja. Ob es gut ist, weiß man ja nicht. Ja, das muss ja, ich bin ja regelmäßig, kaufe ja bei euch ein. Ne? Ja. Wenn der Gegend bin, ja. Ja. Bei dir alles gut? Ja, passt schon. Ja? Passt schon. Und, wie sind deine Chancen heute? Keine Ahnung. Weil hast du ja auch ein paar Gegner. Ich habe keine Ahnung, das ist da oben, wird ja bewertet, also von daher. Und der Söder kommt auch dazu, ne? Ich glaube nicht, der kommt heute nicht, der hat abgesagt. Echt? Ja, der ist nur der Schirmherr, der hat nur seinen Namen sozusagen verkauft, also, okay. Aber der kommt leider nicht heute. Okay. Ich freue mich auf deine Wurst. Ja. Was hast du für eine Special? Cheesy Gonzales, Cheddar Jalapeno. Okay. Bisschen scharf, Käse? Genau. Okay. Ja, irdischen Cheddar halt, nur vom Feinsten halt. Ich werde sie testen. Ja. Hau mal den Grill an. Ja, der erste, der glüht schon durch dann. Das okay. Wird dann schon. Cool. Ja, wird gut. Cool. Ja, schön, dass du da bist auf jeden ja, Fall. Ja, klar. Freue mich auch mal wieder zu sehen. Ja. Ja, man trifft hier so allerhand. Ich habe jetzt unter anderem meinen alten Bekannten getroffen, mein Fliesenleger, der in Katzwang ja, ein paar hundert Quadratmeter Fliesen nach dem Neubau für mich gelegt hat. Also total cool. Ich bin gespannt, wen ich heute noch alles treffe. An der Stelle nochmal. Vielen Dank an euch, ihr wart richtig geil, habt mich echt stolz gemacht, dass ihr da dabei wart und mich auf der Bühne so hoch gefeiert habt. Das war wirklich ein geiles Gefühl, da oben zu stehen und dann meinen eigenen Fanclub dabei zu haben. Es haben mich auch sehr viele Kunden besucht, auch an der Stelle nochmal. Wir hatten es ja über unser Newsletter, falls ihr den noch nicht abonniert habt, solltet ihr es vielleicht machen. Da gab es ja einen Gutschein für ein gratis Brötchen, also kauf eins, bekomm ein eins gratis dazu. Das finde ich natürlich geil, wenn meine Kunden extra fast 100 Kilometer nach Pegnitz kommen, da eine geile Zeit verbringen und bei mir ein Bratwurststreckle kaufen. Finde ich hammermäßig. Danke an euch. Ab 11 Uhr hat man eigentlich kaum noch einen Sitzplatz auf der Fläche gefunden. Es war ein geiles Rahmenprogramm auf der Bühne geboten. Und dann kam es um 12 Uhr, besser gesagt, um 12 Uhr wurden die ersten Bratwürste abgeholt und um 13 Uhr kam es dann zur ersten Preisverleihung. Da werden immer die besten 3 Metzgereien, ohne zu wissen, wer ganz vorne ist, aufgerufen und die müssen dann auf die Bühne kommen. Was die Jury nicht weiß, ist natürlich, welche Bratwurst steckt hinter welcher Nummer. Aber jetzt bei der klassischen geht's tatsächlich eigentlich nur nach dem Geschmack. Auf die Würste, fertig, los geht's, lasst euch schmecken. 3-mal dürft ihr raten, beim ersten Mal bei der klassischen Bratwurst viel Metzgerei Freiberger. Und den Metzger Freiberger. Also, ich laufe hoch auf die Bühne, bin schon ganz, ja, schon voll hyped und so, geil. Da haben wir einmal Mittelfranken und zweimal Ofen. Und dann bin ich oben auf der Bühne, der 3. Platz. Auf Platz 3 ist gelandet. Der frische Sender Wagner aus Coburg. Einen großen Applaus. Und ich schaue, wow, ja, geil, ich bin ja der 3. Kann nur noch der 1. oder 2. Platz werden. Platz Nummer 1 geht an Metzgerei Freiberger aus Nürnberg. Geiles Team, ja! Bäm, 1. Platz. Klassische Bratwurst im Sack, hammermäßig. Also, ersten Pokal geschnappt und zurück zum Team. Erstmal geil gejubelt. Ey, geiles Team, was ist los mit euch? Ja! Mein Team war eh voll drauf, wir waren voll hyped. Wir haben die Sache richtig gerockt. Es ging den ganzen Tag volle Kanne und alle haben voll mitgezogen. Hammermäßig, auch an der Stelle nochmal vielen Dank dafür. War echt, der Sonntag war echt geil. Herzog! Dann 15 Uhr einsammeln der Kreativbratwürste. Wir haben natürlich wieder unser Bestes gegeben. 8 Bratwürste perfekt gegrillt in die Box rein und dann ist die abgeholt worden. 16 Uhr war dann die Preisverleihung. Alles klar, besten 3 Metzgereien auf die Bühne. Platz 3 bei der kreativen Bratwurst geht an die ausverkaufte Wildbratwurst aus dem Hause Strobel.
Wer also hat laut Jury die beste kreative Bratwurst? Was glaubt ihr? Ruf mal rein, wer hat die beste kreative Bratwurst? Was? Wie bitte? Freiberger! Es ist hier kein Zwei-Fan-Club-Veranstaltung. So. Die beste kreative Bratwurst kommt aus Nürnberg, Freiberger, Cheesy Bratwurst! Boah! Wir wieder! Bam! Das sind sie. Eins und zwei. Kreativbratwurst und klassische Bratwurst. Okay, also. Ein paar Pokale waren dann da noch rumgestanden. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, nächste Preisverleihung. Das ging jetzt dann alles in einem Aufwasch. Das heißt, als allererstes kommt der Publikumspreis. Und kurz danach gab es dann nochmal die Gipfelstürmer-Urkunden. Das ist eine Urkundenverleihung, die praktisch an alle teilnehmenden Metzgereien, einfach um den Respekt gegenüber den Metzgereien auszudrücken, dass sie sich auch der Herausforderung gestellt haben auf dem Gipfel, ja? Und dann Bratwurstkönig. Ihr habt noch Kreative? Wo sind noch Kreative? Ja, na gut, Nürnberg. Ihr habt da, glaube ich, 5000 Bratwürste dabei. Wer ist jetzt der Publikumsliebling? Ruft mal rein, was war euer Lieblingsmetzger? Und alle stehen vorne. Mein Fanclub jubelt. Wir sollten nicht immer selber schreien, das gibt's doch nicht. Die Nürnberger haben also, das ist ja Wahnsinn. Was war euer Lieblingsmetzger? Freunde, gleich geht's spannend weiter. Wie ist bei euch so? Was gab's für Feedback aus dem Publikum? Ja, also gutes. Na, jetzt jenseits vom Fanclub. Ja, gutes Feedback. Also die Amerikaner haben es, glaube ich, richtig gefeiert, weil da waren welche dabei, die haben, glaube ich, 3x5 geholt von den Cheesy Gonzales. Also, ja, glaube ich, war gutes Feedback. Also uns hat es im Allgemeinen hier gefallen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem, ich muss jetzt sagen, das Feld war ja heute ein bisschen kleiner. Aber nur geile Kollegen da. Und mein Team, hammermäßig, richtig geil. Gute Truppe, wirklich. Alle gute Truppen, aber die hier sind auch saulaut, muss man wirklich sagen. Also. Ich habe mich ganz schwer entscheiden können, was es gewesen ist. Aber interessanterweise, das Publikum hat ja auch nicht, die wussten, was Sache ist. Wir wussten es nicht. Ja. Wir haben ja sogenannte Blindverkostung gemacht, aber interessanterweise. Bäm. Also, die meisten Stimmen auf dem ganzen Bratwurstgipfel abgeräumt. Ja, das ist eigentlich auch das, worauf es bei uns immer ankommt, dass die Kunden an der Theke das geil finden. Deswegen habe ich auch die Bratwurst heute gemacht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil das ist ja nicht so ganz krass abgefahren gewesen, auch die Kreative nicht. Es muss halt einfach schmecken. Ich habe es vorhin schon gesagt, das darf gar nicht so exotisch sein, weil ich glaube, wir sind immer noch in Franken, wir lieben gutes Essen und wir müssen es halt einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir sind halt einfach bodenständig, so wie wir sind und das ist gut so. Sagte der Metzger aus Nürnberg und bekam einen Pokal mehr. Mein Sohn hat mir den ganzen Tag geholfen, hammermäßig, der hat auch voll drauf gehaut, ja. Aber meine Töchter sind noch gekommen und meine Frau waren im Publikum, ja. Und ich habe jetzt schon gewartet, was passiert jetzt. Wer wird Bratwurstkönig 2023? In diesem Jahr 9 Metzger dabei. 9 Metzger aus Ober-, Mittel- und Unterfranken. 18 Kreationen. Gekürt haben wir bereits die klassische Beste, die beste Kreative und den Publikumsliebling. Gegessen haben wir bereits, darf ich sagen, tausende Bratwürste. Tausende. Geschmeckt hat es uns allen. Bedankt haben wir uns und jetzt wollen wir wissen, wer von diesen Metzgern wird der König 2023? Und dann sagt der Fränkische Bratwurstkönig, und es ist ein König in diesem Jahr, ist die Metzgerei Freiberger aus Nürnberg. Ich war schon so kaputt von dem Tag, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass ich zum Schluss schon fast nicht mehr so richtig jubeln konnte, weil es war ein echt anstrengender Tag und es war echt hart. Muss ich jetzt echt sagen, das war echt kräftezehrend. Also ich bin einfach unfassbar glücklich. Ich habe so eine geile Mannschaft und wir haben heute alle Preise abgeräumt, die es zu abholen gab. Also wir haben die beste fränkische klassische Bratwurst, die beste Kreativbratwurst, den Publikumspreis haben wir geholt und
Bratwurstkönig sind wir auch geworden. Ihr seht, ich habe die coole Krone. Unglaublich, nochmal herzlichen Dank an mein geiles Team. Nicht nur die heute dabei waren, sondern auch die, die zu Hause mithelfen, in der Produktion, im Verkauf, in der Küche. Ich bin einfach so scheiße stolz auf euch. Das ist so abgefahren. Danke euch. Aber ich habe mich so gefreut und vor allem auch für mein Team, weil die haben es so verdient. Auch die Bratwürste, die meine Metzger gemacht haben, ja, das war ja nochmal eine extra Charge. Wir haben ja echt ein paar Zentner gemacht. Und es war wirklich Top-Qualität. Es war eine krasse Leistung von meinen Jungs und Mädels, die dort vor Ort waren. Und ich bin wirklich unglaublich stolz, was wir da geleistet haben. Aber jetzt zeige ich euch nochmal das Ding. Bam! Das ist er. Schaut euch dieses Riesenteil an und diese komische Krone. Die gibt es ja jedes Jahr irgendwie anders angefertigt. Ihr könnt auch nochmal euch ein wenig umschauen, aber es gibt ein paar Fotos von mir, da schaue ich aus wie Karl Dall. Weil wie ich am Anfang diese komische Krone auf hatte, war die irgendwie noch viel härter. Und die ist mir eigentlich immer hier runtergerutscht und dann war ich so da gestanden. Wie bescheuert schaue ich überhaupt aus? Aber egal, dann hatte ich noch so einen coolen Umhang um. Ja, der wird jetzt gerade bestickt, da kommt mein Name dann drauf, ja, weil ich bin ja der Bratwurstkönig-Inhaber 2023. Und ja, so ein Zept hatte ich auch noch in der Hand, das ist allerdings ein Wanderpokal. Ja, also von daher, abgefahren. Nachdem ich mit der ganzen Interviewrunde, die ganzen Zeitungen und Fotos und Radiointerview und so durch war, durfte ich mich dann auch noch ins Buch der Stadt eintragen, denn da dürfen sich alle Ehrengäste und auch die natürlich teilnehmenden Metzgereien des Bratwurstgipfels in das Buch der Stadt eintragen. Auch eine besondere Ehre für mich. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall wieder antreten. Ich werde mir noch ein paar richtig geile Kreationen mit meiner Mannschaft ausdenken und die werden wir natürlich dann testweise an euch loslassen und ihr müsst dann entscheiden, mit welcher Bratwurstkreation wir nächstes Jahr beim Bratwurstgipfel unsere Titel verteidigen werden. Also von daher, wir haben viel vor, auch im nächsten Jahr, und wir brauchen natürlich eure Unterstützung. Also ich freue mich, wenn ihr da dabei seid, wenn ihr uns helft, kauft fleißig unsere Bratwürste, probiert's aus und nächstes Jahr sehen wir uns in Pegnitz wieder am Sonntag nach Christi Himmelfahrt. Ich freue mich, bis dahin, servus. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie man bei mir in der Metzgerei Bratwürste herstellt, ich habe da mal ein Video aufgenommen, da waren ein paar Studenten bei mir. Einfach hier unten draufklicken und anschauen.